Holz von Hai-Region Mellerdal. Das ist ein Projekt, das an den letzten Jahren zu einem Aushängeschild von der ganzen Region ging. So ist auf vielen Plätzen am Mellerdal touristische Infrastruktur aus Holz von Hai entstanden. Holz von Hai, das ist eine Kennzeichnung von Holz, das an den Büschen an der Region Mellerdal gewusst ist. Der Holz von Hai schacht dann nur, dürftest Holz just an einem Umkreis von 50 km verschafft gehen. Holz von Hai Region Mellerdal ist 2012 am Kader von einem LIDA-Projekt entstanden. Das beste Holz geht unter anderem an einer regionalen Mivelin verschafft. An dieser Schreinerei entstehen zum Beispiel Lokalstil an Döscher. Mannergutbeam gibt für zur Hütze genutzt. Eine Kennzeichnung als Holz von Hai soll dazu feiern, dass mehr Lokalholz aus nachhaltiger Buschwirtschaft an der Region selber verschafft und genutzt wird. Konsumenten sollen für Lokalprodukte und Kurztransportwege sensibilisiert gehen. Und damit bleibt auch die Wertschöpfung an der Region. An den letzten Jahren sind auch Gebäude mit Holz von Hai aménagiert gehen, wie zum Beispiel das Informationscenter für Touristen. Souveniren aus lokalem Holz dürfen hier nicht fehlen. Mehr ungewöhnlich sind qualitativ hochwertig und fair produziert Holzkohlen. Panoplie von Holzobjekten, wie zum Beispiel die Skulpturen der Göttuhrstadtregion, immer mehr groß. Darin sind noch ganz praktisch Sachen wie Nisthilfe für Insekten und für Fischel. Das eben alles aus Holz aus dem Mellerdal. Von Anfang an haben noch Holzatelier für großer Klang bei lokalen Schreiner das Projekt Holz von Hai begleitet, als eine große Succes ging. Holz von Hai ist ein Projekt, das von den Gemeinden aus der Region Mellerdal, von der Naturverwaltung und von einer Reihe Betrieber zusammen umgesetzt wird. Koordination möchte Natura Geopark Mellerdal. Als UNESCO Global Geopark sind Nachhaltigkeitsziele von den Vereinten Nationen dabei ganz besonders wichtig. Für die Zukunft ist die Schaffung von einem regionalen Holzhaft Priorität Nummer 1. So soll ein Stock und Rischen Holz aus der Region Mellerdal entstehen, für sehr flexibel Neuholzprojekte umzusetzen.